Auf ihm, du schreitest vorbei an den Dukatengardisten. Sie öffnen dir das Tor, du bist ein gefeierter Held, sie alle kennen deinen Namen, du hast die Blutspiele gewonnen, du hast den Patriarchen nun fast erreicht. Und dann, gerade so, als er da ist, greifen wir ihm. Ich muss ganz kurz in meinen Charakterbogen Auf schauen. der rechten Seite kannst du die gewaltige Villa der Paligans erkennen, auf der linken das verlassene Anwesen von irgendwelchen Helden, die sich aufgespielt haben. Ha. Du siehst dort hinter die Villa der Zornbrechts. Die Kranken. Die Heimat. Die Kranken. Hier irgendwie über dir müssen die anderen Kranken sein. Marix, ja. Aber du dienst dem Patriarchen. Und so trittst du an der Paligan-Anwesen vorbei. Auf die gewaltigen großen Flügel des Boron-Tempels, die goldene Halle, die dort vor dir liegt, und deine anderen Brüder der Basaltfaust, die dir die Tore öffnen, die dich herzen, in ihre Arme schließen. Du hast sie so lange nicht mehr gesehen. Und Und gerade das in dem Moment greifen zwei alte, klapprige, fast schon skelettartige Hände hinein, packen dich bei den Schultern und zerren dich in die Wirklichkeit zurück. Denn Repressalis ist Herzschlagruhe. Wusste ich's doch, so dort könnt ihr gar nicht sein. Wie viele Lebenspunkte warst du unter Null? Minus 9 plus wie viel auch immer ich nochmal zusätzlich verloren habe durch den Herzschuss. Ich glaube, 8 Spielrunden lang würde ich noch einen verlieren. Ich bin Ja, aber auch gerne bereit, meinen Chip zu verbrennen. bis zu der Acht, durchaus passend. Konstitution von wie viele Konstitutionen hast du? 17. Das müsst ihr gar nicht ausrechnen. Ja. Denn Du hast den ich Herzschlag, muss. Reversales Herzschlag, wo hast du denn im Stab? Nein. Nein, Nee, der Herzschlag, ich cast Reversales. den Reversales, hatte ich im Stab. Ich muss 5W20 ASP aufbringen, was ja. Herrscher 20 Aktionen. Ja, aber. Sobald ich mit der Wiederbelebung sofort beginne, Wie kann beim ich ihn zurückholen, Balsam. egal wie tot er war. Richtig, Wie ist bei beim den Balsam, du musst es Heilungen. nur Ja, angefangen haben. im Gegensatz zum Balsam Ja. kann er tatsächlich schon tot gewesen sein. Genau. Das ist bei dem Herzschlagruhe das Besondere, aber alle Heilungszauber setzen da an, sobald du den Heilungszauber oder das Ritual beginnst, ab dann würden die 8 Runden nicht mehr zählen. Und ab dann geht's Also wie gesagt, los. in diesem Fall müsste ich 1W20 Kampfrunden nach seinem Mexitos beginnen. Dann wie viele Lebenspunkte bekommt er jetzt wieder durch ein reversales Herzschlagruhe? Es steht hier nicht. Hier steht, ich lese den ganzen Text vorhin, er ist nicht lang. Bitte, Unter ja. ermöglichter Aufbringung aller Kräfte, einer Wiederbelebung, die innerhalb von 1W20 Kampfrunden erfolgen muss, sonst fehlt dem Wiedererweckten die Seele. Okay, krass. Also würde ich Also eins. 1, dann gehen wir auf Genau. 1, die Wunden bleiben drin. Warte, dann lass mich dir helfen. Ich mach den Rest wieder zu. Ich guck gerade mal. Wunden. Wie viele Wunden hast du? Du hast Drachen Ich in der habe. Brust. Das war's, oder? Jetzt ist noch die Frage: Habe ich noch Wunden in meinen Armen? Ich glaube nicht, weil ich ja immer nur 1W6 gemacht habe, oder? Als ich Woher kommen geopfert die habe. Armwunden? Weil ich geopfert habe. Ach Ich habe so, 20 nein, nein, nein. Lebige Durch geopfert. Ja. die Opferung bekommst du keine, weil das immer nur sehr wenig Schaden war. Und Okay. du weißt ja vor allem, wie du opferst, ohne dir selbst Wunden zu Du geben. sagst das, als ich in einen Kampf stürmte mit 20 weniger Leben. Aber hey, dafür bist du jetzt Core sein Boy. Aber das da ist das durch schon den Schuss, seit der Blutkerbe. genau, durch den Schuss angelockt, stürzt jetzt auch Boltax herbei, sieht Rafim, wie er fast ausgeblutet am Boden liegt und beginnt sofort Moos und Gestrüpp, was hier irgendwie noch rumwächst, zusammenzuklauben und über Rafim auszubreiten. Rafim, halt still! Wir kriegen das hin! Und dann würde ich. Serpentinius steht tatsächlich auf und tut 3 Schritte zurück, denn er hat gesehen, was Wiedererweckte mit Polperat teilweise machen, und er will da nicht in der Rafims Nähe sein. Oh, lass Boltax, wenn er möchte. Genau. Und dann Und würde ich gerne die Kräfte der Natur für Raphim aufbringen. Das kostet mich 7 ASP und die Macht des Rituals erlaubt es dem Ringträger, die heilenden Energien der Erdkraft, den Zugang zu einem Kranken oder Verletzten zu öffnen. Der Patient erhält entweder 2 LEP pro RKP-Stern zurück oder aber eine Krankheit. Hier geht es nicht um Krankheiten. Ich ja, heile ihn jetzt einfach mal um
die entsprechenden RKP-Stern. Ich habe einen Wert von 15. Gucken wir mal, wie viel übrig bleiben. Ja, das sind 15. Du kriegst 30 LEP zurück. Dauert aber eine Dreiviertelstunde. Ja, also du kannst ja währenddessen mal eine Heilkunde Seele würfeln, um Rafis genau. Deswegen einzuschätzen. Ich knie mich jetzt erstmal hin. Rafim, was ist passiert? Wie geht es dir? Sprich mit mir. Du musst bei mir bleiben. Kor will, dass du noch für ihn kämpfst. Wir müssen doch gemeinsam das Jahr der Fluten beenden und die Drachen jagen. Du hast mir noch eine Drachenjagd versprochen, dass wir das nicht vergessen. Rafim, was ist passiert? Dieser Hurensohn. Und jetzt würfeln wir mal deine Heilkunde Seele. Ja. Hat's gerade so geschafft. Rafim ist verstimmt. Rafim, dir geht es nicht gut. Wen meinst du? Naja, wie konnte er mir das antun? Schau mich mal an. In Diamant ist es ein Bakterie. Was? Die Heimat, ich war doch da. Woher wisst ihr das? Nun, es gibt keine andere Möglichkeit, wie er den Dämon, den ich in ihn eingepflanzt habe, hätte übernehmen können, außer die Erzdämonen in deiner Wesenheit direkt anzurufen. Ihr habt was getan? Kleinigkeiten, Details für später. Nein, aber das sind keine Details. Sie Serpentilie zur Raison, ich muss mich hier um Rafim kümmern. Rafim, also, du musst jetzt ganz ruhig atmen. Ich werde jetzt Sumus-Kraft in dich hereinfließen lassen. Das Wichtige ist, wir müssen gemeinsam beten. Denke an das, was dich glücklich macht. Denke an die Kraft von Sumu und die Kraft von Kor, wie sie gemeinsam vereint sind in reiner, mächtiger Lebenskraft. Kriegst du das hin? Ja. Und all dein Zorn und all dein Hass führe ihn jetzt in diesen Wunsch, weiterzuleben, weiter für Kor zu kämpfen und richte dein Gebet an Sumu. Sumu, gewähre meinem Freund Rafim, auserwählt von Kor, deine Kraft, sodass er weiter streiten kann für alles, was elementar rein ist. Ja, du merkst, wie Rafim deine Hand umgreift, als du gerade wieder etwas Moos auf ihm verteilen willst, und er blickt dir in die Augen. Respektiere niemals Schwäche oder Mitleid, Boltax, denn sie machen dich schwach. Schwach so wie mich. Dann Du bist nicht schwach, Rafim. Er hat uns getäuscht, weil wir schwach sind. Weil wir schwach sind, Boltax. Er wusste eine Sache auszunutzen, aber es war nicht Schwäche. Das, was wir mit uns tragen, was ihm fehlt, ist keine Schwäche. Es ist Freundschaft, das Vertrauen in andere. Nur gemeinsam können wir wahrlich stark sein. Ich bin kein großer Kämpfer, doch du bist es. Doch du kannst nicht zaubern und ich sehr wohl. Boltax, wie er es einst sagte, lege alle Lügen und Illusionen ab, denn sie hindern den Starken nur. Lege sie ab. Du merkst, wie Rafim nach und nach dir die neuen Liturgien des Chors vorbietet. Alles klar, ich würde mit ihm beten, weil ich glaube, es hilft ihm gerade, diese Liturgien zu beten. Ich würde ihn aber gerne zumindest ein bisschen von diesem Selbsthass-Trip runterbringen. Oder versuchen. Rafim, es war nicht deine Schuld. Wir alle wurden getäuscht. Er ist der Verräter. Er ist das Arschloch. Und wir müssen jetzt gemeinsam stehen. Und wir müssen gemeinsam gegen ihn vorgehen. Warte mal, ich muss hier was würfeln. Kann ich 3 Wunden mit 13 Punkten ignorieren, um zumindest mich zu erheben in eine sitzende Position? Ja, so, du bist nicht kampffähig, aber du kannst meinetwegen auch gehen, ja. Nicht schnell, nee, das funktioniert. Ja, du bist kampffähig, dauert ja. Ja, du merkst, wie du gerade mitten im Ritual bist und auf einmal Rafim sich nach oben reißt
Nein, Boltax, wir haben keine Zeit. Was dich nicht tötet, macht dich stark. Rafim, wir müssen weiter. Er ist jetzt schon über alle Berge. Er kann springen wie ein junges Wiesel. Ich wir werden ihn nicht mehr einholen. Muss weiter. Ich reich die wortlos mal so einen Heiltrank hin. Rafim tut einen Schritt und die Erde bebt. Wir einen zweiten Schritt und die Erde bebt wieder. Müssen weiter. Tötet sie alle. 8 weitere von ihnen werden wir hier ihm darbringen. Weiter. Du merkst, wie Rafim sich den Trank im Gehen greift, öffnet und trinkt, aber dabei immer weiter schreitet. Zeige kein Mitleid, denn es macht uns schwach. Er hat unsere Schwäche ausgenutzt. Rafim schreitet vor euch voran und ihr merkt tatsächlich, wie Rafim wieder die Säulen abgeht. Diesmal tatsächlich kein Blut opfert, weil er dazu nicht in der Lage ist, aber bei jeder einzelnen Säule kurz anhält und wieder in ein Gebet verfällt. Ich nehme an, wir können ihm nicht die Kugel herausoperieren. Ich hätte die wirklich gern zur Untersuchung. Ist die glatt durchgegangen oder ist die noch in ihm drin? Die ist in seinem Herzen. Berlars Hand selbst hat aus den Niederhöhlen heraufgegriffen und die geleitet. Die ist sowas von noch da drin. Wir könnten das heraustransversalisieren. Es ist nicht magnetisch, oder? Brandbronze. Ansonsten ziehe ich sie einfach raus mit Magnetismus. Wir wollten das gerne machen, ohne ihn zu töten. Also ihr merkt auch, Rafim ist sehr langsam. Also er schreit nicht wirklich voran, sondern er stürzt auch ab und zu. Wir müssen weiter. Weiter. Also, als Seelenheilkundiger würde ich sagen, das ist jetzt gerade ein wichtiger kathartischer Moment für Rafim. Wir sollten ihn hier nicht stören. Nun gut. Lassen wir ihm seine Zeit der Einkehr und ich würde sagen, warten wir auf ihn bei der Leiter nach oben. Ich will nicht von seiner Seite weichen, weil weißt du, was ich noch halt rumkreucht unten? Er ist nicht dem Zustand zu kämpfen. Ihr könnt gerne rumgehen, ich begleite ihn. Sicher doch. Informieren wir vielleicht die Wachmänner, dass über das, was sie wissen müssen. Ja, ich denke auch. Und was das angeht, vielleicht auch die Stadtgarde über die Situation mit dem Wasser. Aber mir, ihr achtet auf Rafim. Natürlich. Ihr steht euch ja sehr nah aus historischen Gründen. Ihr kennt euch am längsten, oder? Ja, ich werde deinen Bruder nicht einfach hier unten zurücklassen. Passt auf, dass ihr nicht versehentlich paktiert werdet, kann er hinseht. Scheint ihr in letzter Zeit um sich zu greifen. Ich glaube nicht, dass Rafim jemals Paktierer werden würde. Ich klemme mir das, ich meinte nicht ihn. Okay. Du merkst, wie Rafim vom allerersten Stein sich hinsetzt. Setz dich mit mir, mein Bruder. Setz dich. Ich würde mich direkt neben dir setzen. Ich würde wahrscheinlich ziemlich klein neben dir. Ja. Wir wurden verraten. Mal wieder. Aber du würdest mir das nicht antun, nicht wahr? Ich würde dich niemals verraten. Ja. Wir schulden uns gegenseitig das Leben. Das ist mehr wert als jeder Pakt. Wir müssen ein Auge auf die anderen haben. Wenn man ihm nicht trauen konnte, wer weiß, ob man den anderen trauen kann. Sulamin hat sich damals abgesetzt. Wir müssen vorsichtig sein, Bruder. Vorsichtig. Sulamin hat auch einen Paktierer freigelassen. Ja, und der andere hat ihm einen Dämon an den Hals gelegt. Glaubst du, sie wusste es? Sie weiß doch alles, was er tut. Ich weiß es nicht. Und wenn, sie würde es niemals zugeben.
Ja. Vielleicht hatten wir uns doch nur einander, Bruder. Doch nur einander. Wir müssen sehr vorsichtig sein, was wir sagen und was wir tun gegenüber den anderen. Ja, das ist wie damals. Unter Garrett. Wisst und ihr noch, auch da mussten wir schweigen. Ja, aber diesmal werden wir keine Gnade gewähren. Kein Aufschub. Wir werden sie exekutieren an Ort und Stelle. Ich beschwöre sie mit dir, Bruder. Ich werde 8 weitere von ihnen hier hinbringen. Auf jedem seiner Steine wird einer von ihnen liegen. Ein Verräter. Und nur dann wird er wieder ruhen. So soll es sein. Jetzt bring mich zum Schiff. Mir geht's schrecklich. Ich stehe auf und probiere, Rafim irgendwie ein Stützlein. Hochziehen kann ich ihn nicht, aber dass er sich auf mich stützen kann, irgendwie. Ja, ich würde mich auf Abel mir stützen, während er sich vermutlich auf seinen Magierstab stürzt, zu den anderen zurückschleppen. Du könnt hier wieder ja, wir warten am Leiternaufgang. Während wir sehr vorsichtig und umsichtig den Wachmännern erklärt haben, was sie wissen müssen und was sie nicht wissen müssen. Wenn ihr nach oben kommt, könnt ihr in der Ecke 4 weibliche Leichen erkennen. Naja. Das ist ungünstig. Das wird man uns in die Schuhe schieben. Aber niemand weiß, dass wir hier waren. Würdet ihr nachschauen, wie sie gestorben sind? Ja. Walter, könnte ich euch um einen Gefallen bitten? Setzt euch dorthin. Ich setze mich. Bitte sagt mir nicht, dass er sie erschossen hat. Würdet ihr bitte, er gibt dir einen. Er sieht aus wie ein Häutemesser. Schauen, wenn sie erschossen wurden, ob ihr mir ein Projektil herausholen könntet? Ja, selbstverständlich. Danke doch. Alle haben den Kopfschuss und es ist durchgedreht. Rachsucht steigt ins Unermessliche. Geh da ganz unzeremoniell hin und gucke, ob ich ein Projektil daraus friemeln kann. Ja, sollte möglich sein. Also die Brandbronze ist zwar zerdrückt, aber wenn du hier nicht mehr auf die Leben achten musst, dann könntest du da mit ein bisschen filigraner Fingerfertigkeit, anatomischen Kenntnissen auch die Kugel aus dem Kopf herausfischen. Das Innere des Kopfes ist natürlich ziemlich zerstört, teilweise verbrannt. Alles klar. Dann. Deswegen schicke ich ihn und mache es nicht selber, denn. Ich bin da. Sie wurden von ihm erschossen, so wie es sicher. Ja. Wir werden ihn kriegen, wenn es das Letzte ist, was sie tun. Und während ihr euch sammelt und Rafim stützend in Richtung wieder eures Schiffs bringt, steht Diamantis oben auf der Flottenakademie. Du hast dir deinen Weg als Held nach oben gearbeitet, mit fadenscheinigen Begründungen bist auf die Zinn geklettert, direkt in der Mitte der Stadt, kannst von hier aus Perikum überblicken. Auf der linken Seite von dir der Kriegshafen mit dem Oktagon und auf der rechten Seite der Grafenpalast und dahinter ein Kontor. Du siehst eine schwarze Sphinx mit dem silbernen Wappen, die Zier. Du siehst immer noch das Fenster, was dort dich anfunkelt. Licht brennt. Und du hast die Rotze dort oben ausgerichtet. Der Wachmann, der hier oben Position bezogen hat, ist ebenso zusammengesackt. Liegt in seinem eigenen Blut, die Schädelplatte geöffnet. Und du hast eine allerletzte Zigarre glühend und glimmend in deiner Hand. Nimm das, oder Marix, du verdammter Wichser. Und so drückt Mantis die Zigarre in die Rotze, wo mit einem kurzen Zischen und danach mit einem lauten Knallen die Rotzenkugel
Richtung Villa fliegt, Richtung Kontor und natürlich sein Ziel trifft, denn Diamantes Schüsse verfehlen nie. Zumindest wenn es hinter der Rotze ist. Gut. Gut. Und jetzt habe ich einen anderen Plan für uns. Wir brauchen ein Schiff. Folgt mir. Während ihr dem Dabot entlang geht, könnt ihr es einmal knallen hören, mitten in der Nacht. Die Wachen, die Patrouillen, haben sich in der Zeit schon an den Tavernen postiert, auf der Suche nach Diamantes. Einige Seeleute, die betrunken rausgezerrt worden sind. Die anderen Leute von euch haben sich bereits gesammelt und stehen teilweise vor eurem eigenen, vor dem Kai, sodass sie nach einer kleinen Kontrolle wieder auf euer eigenes Schiff gelassen werdet. Da knallt es zu eurer Rechten und ihr könnt Feuer sehen, was ausbricht. Irgendetwas wurde wohl getroffen, irgendetwas wurde abgefeuert und dann gelockt die ganze Stadt. Wachen, die herumschreien und brüllen und dann stürzt was zusammen. Dies sollte vermutlich die Neugier der Stadtgarde darüber, wo Diamantes Monterey hin ist, befriedigen. Hoffen wir, dass uns das nicht in Schwierigkeiten bringt. Nun, ich werde morgen einen Bericht schreiben. Immerhin bin ich ja Inquisitor. Was das angeht, wir sollten Nachricht die Küste hoch und hinunter schicken, dass man sich die Kanäle ansehen muss. Gut so. Was das angeht, ihr solltet Ballingern direkt darauf hinweisen, dass das Wasser mindestens eine, eher zwei Wochen zum Diffundieren geben sollten müsste und er selbst dann noch in der Stadt auf Ausbrüche der blauen Keuche achten muss. Der Zustand wird sich von selbst legen, nur braucht es etwas Zeit. Nun gut. Ich werde morgen direkt mit ihm sprechen, nachdem ich meinen Bericht fertiggestellt habe. Und dann müssen wir uns dieser Marex-Geschichte annehmen. Nun, in jedem Falle sollten wir nachschauen, was mit Hyvila wirklich passiert ist. Ist sie nun tot oder nicht? Doch. Wir sollten uns zurückziehen, ausruhen und mit der Kapitän ja Pläne machen. Ich habe eine oder zwei Ideen. Ich ebenso. Ich will einfach nur schlafen. Hervorragender Gedanke. Was für ein Scheißtag. Naja, seht's mal so, wir haben zwei Paktiere erschlagen und einen Dämon. Wir hatten schon schlechtere Tage. Vergessen wir nicht, dass wir einen Dritten entlarvt haben. Kannst ja mal eine Heilkunde Seelenkunde würfeln, um Rafims Meinung dazu herauszufinden. Ja, ich weiß. Ich will doch nur trösten. Mit 5 Punkten wird dir klar, dass Rafim das ganz deutlich anders sieht und diesen gesamten Tag als großen Versagen da empfindet. Ich werde mich in meine Kabine legen. Und meinen Bären streicheln. Wenn ihr mich braucht. Oder wenn der Hurensohn wieder auftaucht. Dann weckt mich. Dann weckt mich, ja. Sagt ja. Gewiss doch. Wir werden dich wecken. Ehrlich. Ich würde ihn gerne knallhart anfügen. Weil es ist nicht so schwer. Es ist nicht so schwer. Es ist nicht mehr so. Aber ich möchte Menschenkenntnis würfeln. Ja. Weil er möchte jetzt schon die Wahrheit hören. Ja. Gut.